Ja, hier ist die Frauen am Brunnen. Wir haben gesagt, wir brauchen bald einen See, weil wir so viel sind. Ein Brunnen ist ein bisschen zu klein. Wir sind jetzt schon im Anfang September und wollen wieder eine Praxis-Session machen. Denn die letzte Session, das war im Juli, da haben wir über den Emotion Code nicht nur geredet, sondern ihn auch vorgemacht. Dankenswerterweise Marie-Rose und Monja haben sich da zur Verfügung gestellt, und wer es noch nicht gesehen hat, empfehle ich da mal hinzugucken. Aber bevor wir jetzt anfangen, machen wir erst Check-in, und das kann ich gleich machen. Also bei uns hat es jetzt monatelang nicht geregnet, und der Regen zieht immer um uns herum, und meine armen Pflanzen, die sind so alle am Vertrocknen, und Wasser ist halt nicht allzu viel da, muss man aufpassen. Aber es ist halt so, wenn man im warmen Land lebt. Jetzt ist es nicht mehr so schrecklich heiß, das ist ja schon mal was. Ansonsten habe ich den Sommer doch ganz gut überlebt, denn die richtig heiße Zeit war eigentlich bloß so 7, 8 Tage. Dann, wenn es wirklich unangenehm wird, ja, aber ging eigentlich. Wie gesagt, Wasser wäre gut. Ja, dann gucken wir mal, was dieses neue Saisonjahr uns bringt nach den Ferien. Und ich gebe gleich mal weiter an Ramona nach Berlin. Genau. In Berlin tobte am Wochenende das Leben. Ich war mittendrin. Die Demo ging quasi vor meiner Haustür lang. 300, 400 Einsatzkräfte uniformiert. Ich bin nicht nach Hause gekommen, nur durch Zeigen meiner Wohnanschrift, weil könnte ja jeder sagen, er wohnt hier. Also hier wurde am Wochenende was geboten. Kino ist gar nichts dagegen. Also mein Empfinden. Und ja, ansonsten hing ich seit Montag hier irgendwie in den Seilen. Genau, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich bin die Jüngste. Beatrice ist, glaube ich, wesentlich jünger als ich. Aber ansonsten, glaube ich, ich gehöre halt noch zur Generation der üblichen Frauenzyklen. Und das hat mich irgendwie diese Woche quasi gekostet. Ja, bin etwas malate noch, aber ich habe gedacht, ich habe schon mich bettfertig gemacht und bin jetzt hier im Bademantel und dachte noch ein bisschen, noch mal gucken, wie es euch so geht, was ihr so macht, und freue mich auf eine nette Runde. Und schön, dich zu sehen, Beatrice, dass du in Europa gut gelandet bist. Mach doch ruhig gleich weiter, oder? Sind wir next? Ah, okay. Hallo. Entschuldigung, dass wir spät sind. Es war ein bisschen schwierig, das Zoom-Link zu finden und alles zu machen, aber Du musst ein bisschen höher sitzen. vielleicht, okay. Ja. Okay. Da bin ich höher. Du kannst auch ein bisschen rein. Okay. Ich bin mit die Martini. Ja, ich bin ein paar Stunden her habe ich angekommen, und wir haben eine Suppe gegessen, und sie hat mich ihr Garten gezeigt. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und ja, und gestern habe ich die Monja gesehen. Monja und auch Sonja. Ich weiß nicht, wer kennt Sonja, aber sie ist auch, wir haben so überall in Wien gegangen und gegessen und ja, so was noch sagen wir für Check-in. Ich bin fast 2 Wochen in Österreich. Ich war in Wien für 1 Nacht, dann Linz für so 4 oder 5 Tage, um für das Begräbnis meiner Tante Johanna. Sie war die Schwester von meinem Vater, und ich habe eigentlich getanzt beim Begräbnis, und es war sehr emotionell, aber auch sehr, was ist rührend, ist das ein Wort? Moving ist es, ja. Und ich habe meine ganze Familie wieder getroffen nach 16 Jahren. Das war das letzte Mal, dass ich in Österreich war. Und ja, das war sehr schön. Ich habe eigentlich in der Haus, wo meine Großmutter aufgewachsen ist. Ich habe da gewohnt für ein paar Tage. Und dann nach Lienz
Ich habe in Linz gefahren, in Osttirol. Und ich war da für 2 Tage und dann bin ich nach Wien gekommen. Und jetzt bin ich hier. So, das ist meine kleine österreichische Geschichte. Martini, du kannst auch ein Check-in machen. Also, I'm excited about everything. It's just very nice to see in life a person from the Zoom. Du kannst ruhig Deutsch sprechen. Wir sind ja Deutsch unterwegs. Danke. Oh ja. Ich sitze da mit meinem Mund voller Zähne. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr rührend und ja, es ist eigentlich alles fließend gelaufen für Sie, für uns. Und es ist, als ob wir uns schon länger kennen. Ich hoffe, sie fühlt sich wohl, ich glaube. Und ich wünsche uns einen schönen Abend. Gibst du noch weiter? Meine Mutter. Danke, danke. Ja, das ist sehr überraschend, die Beatrice zu hören, also dass sie plötzlich Deutsch spricht. Also brava, brava, bravissima. Und herzlichen Dank, Martini, dass du meine Tochter so, also mit Herz und Kunst, die ich dort hinten sehe, eingeladen hast. Also ich bin sehr dankbar und sehr froh und ich freue mich auf einen eventuellen Besuch nach Österreich. So, bis jetzt war es nur virtuell. Und ja, und ich freue mich auch, dass Monja die Beatrice schon getroffen hat. Und es ist alles sehr spannend, irgendwie hier in Südkalifornien zu sitzen mit meinem Weihrauch und für euch alle zu beten. Ja, ich bin froh, wieder hier in der Runde zu sein. Gestern Abend habe ich einen Film angeschaut, ein ganz alter Film, das ist Heidi, also mit Shirley Temple. Und sehr liebenswürdiger Film. Also das war ein Lieblingsfilm von meiner Mutter und ich habe es zu ihrer Ehre angeschaut. Aber die erste Szene war von einem Brunnen im Dorf und alle Frauen waren am Brunnen und haben ihre Wäsche gewaschen. Und ich habe gelacht, ich habe gedacht, das ist schon wieder ein Witz der Engel. Weil ich musste mich entscheiden, ob ich jetzt hier, heute hier bei euch sei oder in einem Retreat. Ich bin momentan in einem 5 Tage Retreat für Metta, so ein buddhistischer Retreat. Und ich sollte eigentlich in dieser Stunde in der Runde sitzen, also per Zoom natürlich. Und aber wegen diesem Film habe ich mich für das Brunnen entschieden, weil das war ein Zeichen von den Engeln in diesem Heidi-Film. Also, und weiter, ja, Erika, hast du noch nicht gesprochen, oder? Ja, danke, Victoria. Ich habe mich gerade in dich so ein bisschen eingefühlt, so sitzend in Amerika und die Tochter in Österreich zu sehen und so wohlauf und so glücklich und lebendig. Das muss einfach auch ein sehr schönes Gefühl sein, gell? Ich denke mir, das ist auch ein Grund, warum du heute hier teilnimmst, weil du da einfach die Beatrice auch sehen kannst. Und finde ich auch schön, Beatrice, wie du dich ausgedrückt hast. Ich habe dich noch nie so fließend Deutsch sprechen hören. Ganz wunderbar. Also musst du auch gute Begleitung gehabt haben, die dich auch inspirieren, gell? Genau.
Ja, was mich gerade alles ist zurückgekommen, wenn ich in Österreich angekommen bin. Es war alles so hier ins Kopf und es ist alles so zurück rausgekommen. Ja, schön. So geht es. Ja. Es fühlt sich so leicht an, gell? So, als wenn man sich vorher einen riesen Kopf macht und dann fließt alles plötzlich. Nee, schön, freue ich mich für dich. Wirkst auch sehr, sehr lebendig. Genau, und was mich so anbelangt, mich treibt auch gerade ein Kinderthema um. Also ich habe das ja schon ganz kurz erwähnt, dass unser Sohn jetzt wieder bei uns wohnt, der an einer Psychose erkrankt ist oder war. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schwierig immer noch miteinander. Wir haben uns jetzt einfach vorgenommen, oder der Plan ist wirklich, zusammen hier an unserem Platz ja, zusammen zu leben, auch getrennt, in getrennten Wohnungen, und trotzdem, dass er sich hier einfach auch ein Zuhause schaffen kann. Er war jetzt längere Zeit weg und es ist auch sein Wunsch. Und wir hatten heute eine sehr bewegende systemische Aufstellung zusammen. Das hatte ich mir gewünscht und er sich auch. Und es ist einfach so, immer so Schritt für Schritt, und ich bin voll in meiner Sorgen-Mutterrolle und merke, wie das wichtig ist, für alle da rauszukommen, und merke, wie ich mir da wahnsinnig schwer tue. Also mich hat es jetzt richtig wieder zurückgeflasht in etwas, wo ich gar nicht hin wollte, und meine Aufgabe ist jetzt einfach anzunehmen, wie es ist, und wirklich auch trotzdem in eine, für alle einfach in Abstand zu gehen oder in eine gesunde Distanz. Und das ist das, was mich momentan sehr beschäftigt auch. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach über die Beatrice so gefreut, weil da so viel, ja, Lebenskraft auch rausspricht. Und das ist einfach so wichtig für Eltern oder oder für mich jetzt auch momentan, wünsche ich mir auch, und meinem Sohn. Und genau, da bin ich gerade. Ich gebe weiter an die Anna. Ja, Gruß aus München, in der Nähe von München, Gauting. Ich komme gerade von der Würm, und zwar mit folgendem. Ich habe ein neues Instrument, das mir gehört. Ich hatte jetzt über 2 Monate ein Leihgerät, und heute um 5 habe ich dann mein eigenes Instrument geholt und war jetzt gerade an der Würm gesessen und haben schon mich 2 Leute angesprochen, was das wohl ist und so. Und ich merke, der Klang ist so schön. Ja, das ist so momentan das Wichtigste, was mich heute beschäftigt. Und ich gebe weiter an die Marie-Rose. Mir geht es gut. Ich war bis vorhin im Garten und hatte schon fast vergessen, dass das Treffen ist, weil ich normalerweise um diese Zeit eben im Garten weiterarbeite, bis so 8, bis in die Dunkelheit hinein. Aber jetzt bin ich froh, dass ich gemütlich hier sitze und euch alle sehe. Das Thema Mutter und Mutter sein lassen, aus der Mutterrolle herauskommen in eine, das war auch lange Zeit für mich ein Thema, in irgendwie die Mutterrolle in adäquater, dem Alter entsprechende Rolle, da die irgendwie zu transzendieren, und da, ja, deswegen. Ja, Erika, ich fühle mit dir und freue mich gleichzeitig, dass für mich diese Sachen leichter geworden sind. Gestern war ich mit der Familie meiner Tochter, waren wir in einem Wildtierpark, und wo es auch ganz viele so Rummelplatz-Sachen gab. Und es war ein richtig schöner Tag. Ja, ohne Sorgen, ja. Das ist für mich auch wichtig mittlerweile, dass da einfach mehr nur genießen ist und keine Sorgen mehr sind. Ich gebe dann weiter an dich, Birgitta.
So, jetzt bin ich da. Hallo, danke. Ich war schon länger nicht mehr da, weil einerseits ist im Sommer einfach so viel los, dass die Zeit vergeht, ohne dass ich es merke. Und andererseits hatte ich das Problem, dass die ganzen Einladungen immer in Spam reingingen am Handy und ich schaue die Mails immer am Handy an und dann war nie was. Und dann, bis ich dann die Spams wieder mal gecheckt habe, dabei war es meistens schon vorbei. Und jetzt bin ich gerade bewusst geworden, dass ich eure Session, die ich ansehen wollte, auch noch nicht angesehen habe. Das ist traurig. Und sonst geht es mir recht gut. Morgen gehe ich wieder auf die Hütte. Mein Bruder, der hat derzeit eine Berghütte in Tenningebirge, die Werfner Hütte, und braucht immer wieder mal eine Hilfe, weil die muss man normal zu zweit oder zu dritt machen und er ist alleine. Also wenn ihr irgendeine nette Seele wisst, die im September, Oktober aushelfen will, herzlich willkommen, weil ich kann da nicht immer raufgehen, aber morgen freue ich mich schon. Und Thema Mutter vielleicht noch. Meine Mutter ist ja schon lange zu betreuen und jetzt wird sie zunehmend verwirrt und zunehmend dement und zunehmend kindlich. Und da kämpfe ich damit, dass ich von ihr in eine Mutterrolle gedrängt werde, was sehr komisch ist. Da weiß ich noch nicht, wie das weitergehen soll. Ich meine, es geht schon weiter, ja. Aber irgendwo, wenn ich drüber nachdenke, dann macht es mir irgendwo Schwierigkeiten. Und ich gebe weiter an die Monja. Ja, ich erhole mich noch von der gestrigen Gasthaus und Restaurant und Kaffeetour mit der Beatrice. Und da mein Magen im Sommer etwas lädiert war und ich einfach diese Überfülle nicht mehr vertrag, habe ich also staunend zugeschaut, was sie alles an Kalorien verfuttert hat, vom Schnitzel über Eiskaffee und Torten und ja, aber sie war also glücklich die ganze Zeit. Es ist ein Nostalgietrip für sie. Und am Montag, Martini, sehen wir uns dann hoffentlich auch, ja? Also noch einmal beim Dommeier oder so. Mhm. Gut, da kann die Beatrice sich auch aussuchen, also da gibt es Torten und so weiter. Ich war eben, wie gesagt, dass der Urlaub war anstrengend. Und jetzt erhole ich mich allmählich wieder und der Magen ist wieder zufrieden. Aber wenn also irgendein Organ nicht mehr so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann merke ich schon, dass das sehr fordernd ist. Sag Anna, kannst du dein Instrument noch einmal herzeigen? Und was spielen, hä? Kannst du ein bisschen? Ja, und wie schlägst du das an? Oder wie? Das wäre schon schön, wenn du uns ein bisschen mehr davon erzählst. Das ist pentatonisch, gell? Das passt immer, egal wie man es anschlägt, ne? Genau, ich wollte es gerade. Die Heidi hat noch nicht eingecheckt, gell? Ach, ich habe schon, aber ich wollte es gerade weiterleiten. Und zwar, Victoria hat ja von Retreat gesprochen und wir haben gedacht, dass wir vielleicht eine Meditation machen, die Erika anleitet. Und wäre das nicht toll, wenn Anna jetzt ein bisschen spielt, erstmal mit diesem Gerät, sozusagen als Introduktion für die Meditation? Ich weiß nicht, ob das mit der Meditation so passt, Heidi, weil ich denke mir, dass wir schon auch so Themen auch gefunden haben. Mir tut es dann immer irgendwie leid, wir sind heute so viele und so das Thema Mutter oder ich weiß es nicht so im weitesten Sinne, fänd ich auch ganz interessant. Weil das ist jetzt so für mich jetzt so ein Bruch, das geht jetzt über Archetypen, das hatten wir ja auch schon lange. Und also das ist nur mein Gefühl. Ich mache das auch, wenn es gewünscht wird, aber ich denke, wir haben heute so viel Futter gehört. Also das ist jetzt ja, nur meins. Okay, dann hören wir jetzt erstmal die Anna an und dann gucken wir, wie uns das dann kommt. Anna, wir müssen nur sehen, wie es mit der Akustik ist. Das ist Beginners Mind, gell? Beginners Ear. Das geht.
Okay? Voilà. Sagst du doch mal, wie das heißt? Handpen, Handpfanne. Danke. Das ist ein Nachbau der Hang, die in der Schweiz erfunden wurde. Und da gibt es einen Rechtsstreit, also das ist ein bisschen ein Modeinstrument. Es sind junge Leute, das ist wirklich also fantastisch. Könnt ihr euch auf YouTube viel besser anhören. Aber für mich ist es einfach heute einfach happy, weil der Klang so schön ist. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Nicht so blechern wie manche andere. Ja, danke. Ja, sehr schön. Hätte ruhig länger sein können. Wollen wir uns an das Thema Mutter heranwagen? Ja, wenn ihr das wollt. Ich bin keine und die Ramona auch nicht. Aber du hattest eine? Ich hatte eine, ja, stimmt. Anna auch nicht und Beatrice auch noch nicht irgendwie. Aber ist okay, wenn ihr das mögt, seid ihr alle damit einverstanden? Dann verschiebt man Meditation und Ähnliches. Wir können ja mal schauen, wie es geht. Man kann ja am Ende auch eine Meditation machen, wenn es jetzt. Genau. Vielleicht die letzten 10 Minuten oder so. Ja. Wäre dir das okay, Erika? Oder brauchst du? Die ist relativ lange, das reichen 10 Minuten nicht. Okay, also wer kann eine mit 10 Minuten? Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen gezögert, weil die sehr ausfüllend und raumfüllend ist. Ich habe eine Idee. Am Ende spielt Anna noch einmal. Ja, das ist doch eine gute Idee. Und zwar ein bisschen länger. Okay, Mutter. Ich habe meine Mutter im Sterben begleitet und das ist jetzt 12 Jahre her. Und es war ein tolles Erlebnis und es hat mich auch eigentlich schon vorher mit ihr wieder versöhnt, weil Tochter und Mütter scheinen ja immer öfter mal so, naja, so Abgrenzungsgeschichten zu haben und Aufarbeitungsgeschichten, aber es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber das ist ja nur die Einleitung und vielleicht habt ihr etwas Fröhlicheres über Müttern zu berichten. Also ich kann zum Beispiel berichten, ich spreche relativ häufig mit meiner Mutter, die ist auch schon tot und bei uns ist es so, wir haben neben unserem Schlafzimmer ist gleich das Badezimmer und ich bin mal, das ist jetzt noch gar nicht so lang her, dann in der Früh ins Badezimmer und habe dann einfach in mein Spiegelbild gesehen und habe dann gesagt, Mensch, du Mama, ich schaue dir ja auch immer irgendwie ähnlicher und so. Dann sagt mein Mann, sag mal, mit wem redest du denn? Dann sage ich, ja, mit meiner Mutter. Dann sagt er, du, die ist doch schon gestorben. Dann sage ich, ja, das weiß ich schon. Dann hat er gesagt, jetzt wirst du mir aber langsam unheimlich. Das bitte nicht. Also das war so das Letzte, wo ich, also jetzt, was vielleicht irgendwie ganz witzig ist, und mit meiner Mutter war das so, wir sind 5 Kinder und ich war so, ja, eigentlich so das erklärte Lieblingskind meines Vaters. Und das war oft sehr, sehr belastend. Und ich habe dann so mit Mitte 40 oder irgendwann mal irgendwie gelesen, dass man nur mit anderen Frauen gut klarkommt und ein inniges Verhältnis aufbauen kann, wenn man das zu seiner eigenen Mutter auch schafft. Und das ist mir dann so klar geworden, wie wichtig das ist. Ich hatte immer ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zu ihr oder wir gegenseitig und habe dann über den Weg aus ganz bewusst Kontakt mit ihr aufgenommen, habe mich oft neben sie gesetzt und habe dann eigentlich auch so diese Vereinnahmung von Seiten von meinem Vater irgendwie versucht, irgendwie aufzulösen. Und wir sind uns tatsächlich näher gekommen und auch tatsächlich hat sich die Verbindung zu meinen, also ich habe erst ab dem Alter oder richtig angefangen, richtig mit anderen Frauen Freundschaft zu schließen auf einer tieferen Ebene. Und das war für mich so ein wahnsinniger, das war was wahnsinnig Wichtiges. Einfach nur diese Erkenntnis, dass über den Zugang zur eigenen Mutter
auch der Zugang zu anderen Frauen vertieft wird. Und das habe ich ganz, ganz stark gespürt und pflegt es bis heute. Und es ist ein sehr wichtiges Schlüsselerlebnis für mich. Das habe ich noch nie gehört, so was du sagst, Erika. Aber ich habe jetzt an meine Schwester denken müssen, die ja immer gekämpft hat mit meiner Mutter. Ich bin eher immer geflüchtet, sie hat immer gekämpft. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Gespräch gehabt mit ihr, weil sie zieht jetzt nach Tirol, also das ist weit weg von dort, wo die Mutter ist, und hat einen neuen Partner. Und habe überlegt, ob das für sie zutreffen würde, weil sie sagt, die Mutter akzeptiert sie nicht so, wie sie ist. Und daher möchte sie so ungefähr mit der Mutter auch nicht mehr viel zu tun haben. Also ich habe sie gefragt, wie wir jetzt weitergehen mit Mutter. Und ihre Variante, wenn es mir zu viel wird, ihre Variante ist einfach Altersheim. Und was für mich die Frage ist, ich habe das akzeptiert von ihr, das ist jetzt ihr Meinung und ihr derzeitiger Stand. Aber die Frage ist, ob es irgendwie noch... Ich meine, für mich gibt es einiges aufzuarbeiten, indem ich jetzt da eben in diese Mutterrolle mich zeitweise gedrängt fühle und da auch wieder raus will. Aber für sie gibt es auch die Frage, gibt es noch irgend sowas wie eine Art von Aussöhnung, wenn die Mutter schon dement ist oder ist dann alles schon vorbei? Ich weiß es nicht, ja. Martini, du hast so freundlich gelacht. Was war da? Okay. Ich habe Beatrice gesagt, sie soll ein bisschen höher mit ihr. Und dann hat sie gesagt, ich muss halt gerade sitzen. Und da habe ich gelacht. Jetzt werde ich gleich einhaken von meiner Mutter. Ich habe sie auch, wie Heidi erzählt hat, sehr, obwohl ich so einen großen Abstand von ihr gehabt habe, durch dass ich in Österreich wohne und sie in Niederlande gestorben ist, bin ich eine Woche länger nach Holland gegangen, aber eine Woche habe ich ganz nur ihr gewidmet. Und das ist mir ein Geschenk gewesen, dass ich da neben ihr Bett gesessen bin und da habe ich gezeichnet, auch sie gezeichnet, mein Vater gezeichnet und sozusagen habe ich das Gefühl gehabt, dass wir beide etwas davon haben und geredet und geschwiegen und ich habe beim Beerdigung gesungen. Hat sie mir gefragt, ob ich singe. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem Orgel als Begleitung öffentlich sing. Und das war etwas sehr, sehr Feines. Und dann habe ich eine Schwester, die 7 Jahre älter ist wie ich. Und sie hat, irgendjemandem hat gesagt, die hat noch schwierig. Du, Brigitte, ich glaube, dass für deine Schwester, das ist ein Verschieben, ein Unterdrücken. Es kommt irgendwann nach der Oberfläche, weil meine Schwester hat, also die war jetzt auf Besuch bei mir und die hat noch ihre Schwierigkeiten im Raum gestellt. Also wir haben es wunderbar, ja, aber sie kommt wieder mit den Schwierigkeiten von früher. Und was soll das, wenn da, dann ist heute, wird wieder um ein negativer Raum geschaffen, die gar nicht notwendig ist. Da kann man auch nichts verarbeiten. Und das war leider der Fall. Und dann sehe ich, dass sie das noch nicht verarbeitet hat. Sie hat Schwierigkeiten mit meiner Mutter gehabt. Ja? Meine Mutter war, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt, immer krank. Und wir sind andauernd gelaufen, also ich, für sie Pulver holen, Pulver holen, Pulver holen. Ich habe gar nicht gewusst, dass die depressiv ist. Aber
Und ich habe, wie ich dann in Kanada gewohnt habe, ihr immer Briefe geschrieben, wie gut es uns geht und um ihr aufzuheben. Ja, aber jetzt spielt mir meine Schwester die Rolle. Und er hat diese Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, aber ich will ihr nicht verletzen. Aber ich finde das wirklich, bitte machen wir uns unser Leben doch nicht schwieriger, als es schon ist. Ja? Weil diese positive Raum, die wir jeden Moment zur Verfügung haben, bitte genießen wir das. Ja, es ist eine heilsame Sache. Echt, und wir können das heilen. Wir können das alles heilen, wenn wir wollen. Und unser Einsatz und der Glaube. Also ich glaube, ich habe genug gesagt über meine Mutter. Dankeschön. Und ich gebe weiter an Victoria. Ja, so solche Weisheit. Also ich bin sehr dankbar, dass du das uns mitgeteilt hast, Martini, weil ich glaube, dass wir sind, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass es eine große Versuchung, alle negative Sachen aus der Vergangenheit irgendwie also mit hineinzubringen, wenn man einen Mensch wieder trifft, besonders nach einer langen Zeit. Und in Bezug auf Versöhnung, ich habe auch das Geschenk, das Glück gehabt, dass ich meine Mutter, ich habe nicht gewusst, dass sie ein paar Stunden später sterben würde, aber es war eigentlich der Fall. Und dank der Weisheit einer guten, ganz spirituellen Freundin, die meine Mutter an demselben Tag besucht hat, konnte ich meine Mutter endlich verzeihen. Ich bin so dankbar, weil sonst wäre sie gestorben. Wir haben nicht darüber gesprochen. Meine Mutter war nicht in der Lage, sowieso ein Gespräch zu halten. Und das war gar nicht notwendig. Das war einfach in meinem Herz. Aber dann war, Beatrice und ich waren mit ihr und wir haben gesungen, während meine Mutter ihre letzte geatmet hat. Und das war so friedlich und so schön. Und meine Mutter hat uns angeschaut und hat gesagt, das klingt wie ein Chor, hat sie gesagt, ganz leise. Und das war so was Schönes und unerwartet, weil meine Mutter eine sehr schwierige Person war. Sie war sehr charismatisch und sie war so ein, sie hat so einen großen Wahn, sagt man das? Ja, und das heißt, sie hat sehr viel Präsenz in der Öffentlichkeit, aber privat im Familienkreis war sie, wirklich böse und hat es nicht gemeint, aber sie war einfach so. Das war ein Persönlichkeitsdysfunktion, habe ich jetzt 2 Jahre später von Therapeuten gelernt. Aber ich rede zu viel, aber ich wollte nur sagen, dass es wirklich... Drum bin ich eigentlich auch in diese 5-Tage-Retreat im Augenblick. Das ist ein Metta-Retreat. Also, und Metta ist, heißt, wie sagt man Loving Kindness auf Deutsch? Oder wie übersetzt man Metta auf Deutsch? Ich kenne es als liebende Güte. Ja, liebende Güte.
Genau, Loving Kindness, das ist dasselbe ungefähr. Und das, wir üben das 5 Tage lang jetzt. Jetzt übe ich das mit euch. aber das ist, das ist sowas reinigend und sowas Schönes und man und es stärkt man auch. Also man hat das Gefühl, dass, also die ganze Welt irgendwie gereinigt wird, also von der Perspektive von selbst irgendwie. Und das ist ja für mich unglaublich wichtig jetzt, also mit allen Beziehungen in meiner Familie, weil meine Mutter so eine Macht gehabt hat, dass die ganze große Familie zerstört war. Also mit ihrem Tod ist alles dann zusammengefallen. Es war unglaublich. Aber ich rede viel zu viel. Und ja, auf der glücklichen Seite, also habe ich die Beatrice. Und ich habe schon von der Schwangerheit her, also vom ersten Augenblick, wann ich wusste, dass ich ein Kind bekomme, was ich mir immer gewünscht habe, habe ich wirklich, also ganz absichtlich, also so geschworen irgendwie, also es wird, ich werde das, dieses Tendenz in meiner Familie, es endet hier, also es geht nicht weiter. Und die nächste Generation, also wovon ich verantwortlich bin, also wird alle diese Probleme nicht mitbekommen. Und hoffentlich hat es einigermaßen geklappt, kann die Beatrice selber sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Und gebe ich weiter jetzt oder ist das einfach so ein Popcorn? Ich habe vergessen. Auf jeden Fall, also dann jetzt schweige ich. Als Heidi anfing, fühlte ich mich irgendwie so an meine Oma erinnert. Also rein formal juristisch ist es meine Oma. Aber meine Mutter war ja 20 bei meiner Geburt und hatte dann irgendwie einen nervenaufreibenden Job, sodass ich quasi die ersten 4,5 Jahre meines Lebens bei meiner Oma verbracht habe. Und irgendwie dachte, irgendwie war es für mich sozusagen dadurch auch meine Mutter. Und ja, ich hatte jetzt nicht die Kraft, sie sozusagen auf den letzten Metern zu begleiten. Bin ja noch 3 Tage jünger. Ja, und mit meiner Mutter merke ich halt, dass ich ja ein paar Mal Nein gesagt habe jetzt in letzter Zeit, also auch schon letztes Jahr. Und dass das interessant ist, seitdem ich sozusagen nicht mehr alles mit mir machen lasse und Grenzen setze, dass das Verhältnis, also erstmal war es sozusagen gestrauchelt und wahrscheinlich der Überraschungseffekt, dass ich nicht funktioniere, wie ich soll. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich gerade das Gefühl, oder schon länger jetzt das Gefühl, dass das der Beziehung gut getan hat. Ja, ich kann es noch gar nicht richtig beschreiben, aber so vom Gefühl her dachte ich so, das war der richtige Schritt. Also auch wenn er dem Moment total schwer war, also dann zu sagen, nee, also weil sie ist ja meine Mutter, also das war für mich als Kind eine tierische Herausforderung, zu sagen, nee, ich bin ja kein klassisches Kind mehr, was abhängig ist von der Mutter, sondern ich bin ja selbst ein erwachsener Mensch und habe Wissen und Weisheit und alles. Und zu sagen, nee, so sehr du meine Mutter bist, es gibt Grenzen. Da kann auch eine Mutter, darf da nicht rüber. Ja, und ja, das war für mich eine interessante Erfahrung und ist ja letztendlich auch noch, weil es ist ja, besteht ja weiterhin. Also ich bin jetzt neugierig, ich fahre nächstes Wochenende raus zum Arbeitseinsatz, weil meine Schwester hat es nicht so mit Garten. Ich habe da mehr ein Gefühl für und
ja, die Ansage ist, den Kindern Gartenarbeit beizubringen. So nach dem Motto, das kann ich besser als meine Schwester, wo es ja ihre Kinder sind. Weil meine Schwester kann ja die Pflanzen nicht mehr unterscheiden. Also das ist, glaube ich, etwas schwierig. Und ja, da bin ich jetzt neugierig, wie das sozusagen gedacht ist, ob meine Mutter jetzt irgendwie jedem von uns Erwachsenen ein Kind zuordnet, weil das ist irgendwie so die Idee, immer ein Erwachsener, ein Kind. Oder ob die Kinder sich uns Erwachsenen aussuchen und wer, wie, was, wo. Also da bin ich schon ganz neugierig. Meine Mutter hat mir gefühlt 10-mal im Telefonat gesagt, Hose anziehen. Weil ich ziehe ja seit 10 Jahren eigentlich nur noch Röcke und Kleider an. Also ich habe schon immer mal zwischendurch, wenn ich wusste, ich muss hier irgendwie Kerze machen und mit den Kindern toben, habe ich schon doch mal eine Hose angezogen, damit ich nicht frei liege, ja, weil denen ist das ja völlig egal, was die mit der Tante machen. Wobei die hätte das, glaube ich, auch nicht interessiert. Die rennen ja auch in Strumpfhosen rum. Ja, also da bin ich jetzt mal neugierig, wie die Entwicklung. Also der Anstoß ist ja jetzt eigentlich die Kinder und für meiner Schwester zu helfen, aber letztendlich ist es für mich auch interessant, was läuft da mit zwischen meiner Mutter und mir? Was passiert da? Und ich fand es interessant, dass sie mich da angerufen hat und um Hilfe gebeten hat. Das fand ich auch sehr spannend, dass sie sich das getraut hat und nicht gesagt hat, na, sind ja die Kinder meiner Schwester, da muss da meine Schwester durch. Also das, da bin ich jetzt mal so ganz neugierig. Also ja, das so zum Mutter-Tochter-Verhältnis. wen haben wir denn? Warte mal. Das habe ich nicht ganz aufgepasst. Kann sich ja auch jeder selber melden, wer sprechen will, muss nicht zumeißen. Dann lasse ich mal, das fand ich auch gerade interessant, Popcorn. Das war mir so nicht klar, aber klar, das Popcorn springt frei durch die Gegend. Also dann mal los. Vielleicht ist das Earl nicht heiß genug. Ich wollte auch gerade sagen, es springt gerade im Moment, poppt es gerade nicht und dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich kann sagen, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter hatte, besser als zum Vater, der einfach nie was gesagt hat. Meine Mutter konnte man wenigstens kommunizieren. Vielleicht tue ich mich daher auch mit Frauen leicht, wie ich heute gehört habe. Und ich finde sie viel angenehmer als Männer. Ja, ich war auch beim Tod meiner Mutter dabei, ja, auch beim Tod meines Vaters. Und es war jedes Mal ein Geschenk. Ich finde es sehr spannend. Und haben mich oft gefragt, weil die meisten Frauen, mit denen ich in Kontakt komme, worauf diese Spannungen zurückzuführen sind, die man mit der Mutter hat. Habe ich noch nicht wirklich gründlich darüber nachgedacht, aber vielleicht fange ich jetzt dann an. Und ich weiß nur, dass Mütter Söhne anders behandeln als Töchter. Das weiß ich. Also das sehe ich bei meiner Tochter. Und wenn ich mich, weil die Erika das gesagt hat, wenn ich mich in den Spiegel schaue, sehe ich meine väterliche Großmutter und auch ihre Tochter, also da in diese Linie geht das, und dann sage ich immer Hallo, ich sage es nicht, ich sage es nur innerlich. Ja, von der Marie-Rose haben wir noch nichts gehört. Ja, wenn ich an meine Mutter denke, dann wird mir das Herz schwer. Ich habe ein ähnliches Thema im Moment wie Birgitta. Sie ist 97 und in den letzten 2-3 Jahren ist sie am Abbauen, hauptsächlich emotional, sozial in den Linien. Und jetzt in den letzten Monaten fängt es auch ein bisschen an, dass sie kognitiv abbaut und sie ist als Mensch deutlich schwieriger geworden wie früher. Ich habe 3 Schwestern
und zwei Brüder. Und ich war immer ein bisschen distant zu meiner Mutter, weil, ja, und habe aber immer, also das, was Erika, was du gesagt hast, hat für mich definitiv nicht gestimmt, obwohl ich distant zu meiner Mutter war. Habe ich immer, waren Freundinnen in meinem Leben immer total wichtig und ich habe über Freundinnen wirklich ja, tiefen Kontakt mit anderen Menschen, also einfach unkomplizierten tiefen Kontakt immer gehabt, ja, unkompliziert. Und mit meinen Schwestern war es, da mussten wir erst raus aus den Kinder, aus den Kindermustern mussten wir da erst raus. Das hat ein bisschen gedauert. Und mit meiner Mutter, diese Distanz hat für mich viele Jahre gestimmt. Und dann hat es aber dann auch irgendwann, habe ich auch das Bedürfnis gehabt, mal trotzdem näher zu kommen. Und es hat auch eine, das hat auch, haben wir auch geschafft, habe ich auch geschafft. Und aber jetzt in den letzten Jahren, also jetzt wird es wirklich schwierig. Und ich würde gern und meine Schwestern wären auch bereit, Mutterrolle zu übernehmen. Und sie verweigert sich. Sie will einfach die total die Kontrolle über ihr Leben behalten. Und es geht aber nicht mehr. Und das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ja, wir merken, wie viel es nicht mehr geht. Und ja, wir können anbieten und es wird nicht angenommen. Ja, das ist es, wo ich mit meiner Mutter bin. Mit meiner Tochter habe ich ein viel leichteres Verhältnis. Wir haben viel zusammen durchgemacht, kann man sagen. Und wir konnten so, als sie so 28, 29 waren, da konnten wir sozusagen gemeinsam die Kindheit, ihre Kindheit und mein Muttersein aufarbeiten, besprechen oder ja, wir hatten da, da war es möglich, das Vertrauen zu haben, ne, das auszusprechen, womit man nicht klargekommen ist, womit man vielleicht verletzt gewesen war. Ja, ich kenne ihre Themen, was für sie schwierig war mit mir und sie kennt meine Themen, was mir, für mich schwierig war mit ihr. Ne? So. Das ja, das ist schön. Das ist schon auch dieser Eindruck, so wie Victoria gesagt hat, ich will einen Bruch machen mit dem, was vielleicht war, oder ich will anders. Das ist, würde ich sagen, ist uns gelungen schon. Ja, ja. Und ich kann auch bestätigen, dass Mütter mit Söhnen definitiv andere Erwartungen. Also meine Mutter hat mit meinen Brüdern ganz andere Erwartungen als an uns Schwestern. Und das ist nicht einfach. Ja. Mir ist es jetzt nahegegangen, wie du gesagt hast, dass sich die Geschwister in der Geschwisterrolle neu definieren oder so. Du hast das anders ausgedrückt, aber bei uns war ja das auch so. Meine Mutter war ja stark in der Kontrolle die ganze Zeit und hat gewusst, wer wie ist und so weiter. Und ich merke das jetzt dadurch, dass sie aus der Kontrolle rauskommt, war es für uns auch ganz wichtig. Das haben wir jetzt auch in dem Gespräch irgendwie bis zu einem gewissen Grad auch gelebt und ausgeredet, dass wir als Geschwister einfach in eine andere Rolle reinkommen. Und der Prozess, wo diese Kontrolle jetzt langsam, aber sicher ganz entschwindet, der ist echt interessant. Ja. Auch für mich selber war es, da war ein schwieriges, also ein ganz interessantes Erlebnis, dass ich dann meiner Schwester positive Sachen gesagt habe, die ich an ihr gut finde, und habe gemerkt, boah, das tut mir total innerlich, das ist ganz, ganz schwierig, obwohl es dann im Endeffekt leicht war, ja, aber da musste ich über was drüber springen, weil meine Mutter hat immer Zwietracht gesehen zwischen uns, nicht willentlich, aber indem sie uns verglichen hat, wo wir so unterschiedlich waren. Ja. Und das war echt ein schwieriger Schritt und ich habe das erst gemerkt, wie ich es wirklich real gemacht habe. Im Inneren habe ich es oft schon gemacht, aber real ist ganz was anderes. Ja. Und mich hat die sehr angesprochen, die liebende Güte von der Victoria,
die Kombination irgendwie abgrenzen, so wie die Ramona sagt, es braucht gute Grenzen mit der Mutter. Also ich brauche da ganz fixe Tage, sonst halte ich das nicht aus, diese Muttersituation. Da mache ich mir meine fixen Tage und das ist Arbeit und respektvolle Arbeit, aber Arbeit. Und dann aber auch wieder Zeiten, wo man liebende Güte sendet an die diversen Beteiligten, ohne unbedingt jetzt immer großartige Diskussionen und Gespräche zu führen. Kann man natürlich auch führen, aber es sind nicht immer zielführend. Jetzt fände ich es schön, wenn die Anna spielen würde. Wir hätten aber noch nichts von Beatrice gehört. Die hat ja auch eine Mutter. Echt? Magst du noch was sagen, Beatrice? Also ich würde jetzt, die Anna ist angesprochen, wollen wir doch bitte erst mal hören, ob sie nicht, also weil sie hat sich so, als ob sie auch was sagen würde. Und dann ist nachher die Beatrice da. Anna, bitte. Und sagen, ja, aber das Musik fände ich schön als Ausklang am Ende. Gerne. Ja, vielleicht wollte sie ja was sagen, hat okay. Die Einladung war. Es beschäftigt mich schon, weil das ist natürlich nicht leicht. Zum einen, weil ich meine Mutter nicht verabschiedet habe, die ist 91 schon gestorben. Ich bin auch mit drei Schwestern und zwei Brüdern aufgewachsen und war die vierte und hätte ein Junge werden sollen. Und ich weiß nicht genau, ich habe keine Kinder. Mein Leben ist ganz anders verlaufen als das meiner Geschwister, das völlig normal im üblichen Sinn ist. Wie weit sozusagen die Erfahrung meiner Mutter mit mir im Bauch, sie hatte eine Operation mit mir im Bauch. Ich habe in einer Heilungssession mal eben zumindest erfahren, wir haben beide überlebt. Also das hat dann mit mir ganz viel gemacht, weil ich eine Zeit lang so nur in meinem Schmerz war. Aber dann sozusagen in dieser Session ist mir auch klar geworden, dass die Mutti überlebt hat. Die ist wegen Atemnot, ist die operiert worden mit mir im Bauch. Und da merke ich einfach, ich sehe das schon als Zusammenhang, dass ich kein Kind gekriegt habe. Und noch dazu war meine Mutter eine emotional zurückhaltende, also sprich unerreichbar. Also die ist so liebende Güte, die ich habe meiner Mutter nie brüllen oder schreien oder irgendwie aggressiv, sondern die war nur liebevoll. Und ich komme eher vom Temperament, es hat mich auch überleben lassen, meiner Oma nach. Also ich, und da ist so eine Idealfigur, noch dazu mit einer katholischen Erziehung auch noch im Hintergrund, also die Gottesmutter. Steht da meine Mutter da und irgendwie merke ich einfach, das ist noch nicht fertig, obwohl ich, das habe ich mir vorgeworfen, weil ich war halt schwer depressiv, als sie krebserkrankt war und meine Schwester das übernommen hat, aber ich bin geflohen, ich habe das nicht ausgehalten. Ja, und da merke ich einfach, wenn ihr das so erzählt, ich bin noch nicht ganz durch, also mit dem Prozess, merke, ich stehe gar nicht unter Druck, dass das irgendwie fertig sein muss. Aber dass ich mehr in Frieden komme mit dem, wie ich halt bin. Und nicht dieses Ideal der Hingabe pflegen muss, die sie da, sie hat sich ja aufgegeben. Sie hat ja nur sozusagen das Übliche gelebt, 6 Kinder gekriegt und ihre eigenen Bedürfnisse total zurückgestellt. Also so eine klassische Frauenrolle. Genau. Dankeschön. Ich spiele gern, aber ich würde gerne noch an die Beatrice weitergeben. Also, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Das ist viel zu sagen und auch mein Deutsch ist vielleicht nicht ganz gut genug, alles zu sagen, was ich möchte. Und das ist auch, meine Mutter ist auch hier, also ich weiß nicht, was ich sagen kann. Aber früher, wenn wir diese Geschichten von Geschwistern, das ist sehr interessant für mich, weil diese Reise treffe ich für das erste Mal in 16 Jahren wieder meine Halbgeschwistern.
Und sie haben es nicht so mutterlich, weil es ist ein, wir haben dasselbe Vater und andere Muttern. Aber es ist auch so eine, jetzt ist es schwierig auf Deutsch, aber es ist schwer, weil ich bin die Jüngste und ich bin auch so von ein bisschen von einer anderen Familie, weil mein Vater und meine Mutter haben ihre eigenes Leben gehabt und es war so separiert von dieser erste Familie und ich habe ich spreche ein bisschen auch über meinen Vater eigentlich, weil ich habe so auch Martini erzählt, ich habe nur positive Erinnerungen von meinem Vater und nur so eine ganz schöne Kindheit und alles ist so positiv für mich. Aber meine Geschwister haben so einen anderes Blick und dann, wenn wir zusammen reden, ist es sehr schwierig für mich, so dieses andere Erzählung, das andere so Perspective. Ich muss ein englisches Wort hier hinein machen. Aber aber ich möchte das alles so heilen und diesen Sonntag werde ich meine Schwester sehen für das erste Mal. Und ich weiß nicht, ob das, wie das gehen wird. Und ja, also das ist das, ich denke über alles das, wenn ich höre deine Geschichten. Und das andere ist, ich möchte auch Kinder haben eines Tages und hoffentlich nicht so lange vom jetzt. Und ich möchte auch so jedes Generation das ein bisschen besser machen. Ich glaube, wir können das nicht so alles schließen. Es kommt mit Generation bis Generation. Das ist eigentlich nicht möglich, alles zu neu machen. Aber das ist noch, man kann es besser machen. Und ich glaube, ja, meine Mutter hat das besser gemacht. Und ich habe gesehen, ich habe gesehen, wie sie mit meiner Großmutter war und das war sehr schwierig. Und ich glaube, wir haben ein sehr schönes, was ist Relationship? Beziehung, meine Mutter und ich. Und wir sind sehr nah und das ist sehr schön. Und ich glaube, es ist nicht, es ist so eine Rarität. Es ist ein Wort, ich weiß nicht, ob man Deutsch, hoffentlich verstehst du, was ich sage über alles. Aber ja, so ich hoffe, mit der nächsten Generation kann ich das besser machen. Und ja, so das ist meine, ich bin fertig. Ja, sehr schön. Wenn noch jemand was sagen will, ich denke, wir machen heute kein übliches Checkout, sondern einfach nur, was es noch spontan aufkommt und dann übergeben wir es an Anna. Ich wollte noch ganz spontan sagen, das war jetzt von der Beatrice so ein schönes Schlusswort, das mit der nächsten Generation besser machen. Das ist also, finde ich ganz toll. Ich mag noch sagen, dass meine Mutter mit ihrer Mutter ein sehr gutes Verhältnis hatte. Die hat auch bei uns im Haushalt gelebt, ne? Und für sie ist es deshalb auch schwierig zu sehen, dass wir Schwestern auf Distanz zu ihr sind. Es ist sehr schwierig für sie, das zu verstehen, wieso das ist, ne? Ja, weil sie so ein gutes Verhältnis mit ihrer Mutter hatte. Aber so ist es. Und gestern hatte ich noch ein ganz langes Gespräch mit einer jüngeren Schwester von mir, die sehr viel für meine Mutter macht und die ist jetzt am Ende ihrer Kräfte. Ja. Danke, Marie-Rose. Das hat mich erinnert, dass meine Mutter auch eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter gehabt hat.
Aber ob das nicht ein bisschen Erwartungshaltung war früher. Weil ich kann mich erinnern, dass sie bei uns im Wohnzimmer eine Liege gehabt hat, wo sie sozusagen in der Familie aufgenommen wurde, obwohl wir gar nicht so großzügig gewohnt haben. Aber sie war immer in dem Mittelpunkt. Und ich glaube, dass meine Mutter, weil sie das für ihre Mutter getan hat, die Erwartung gehabt hat, dass ihre Kinder das mit ihr so machen. Und die Kinder haben das nicht getan. Ja, das ist für mich eine sehr schwierige Situation gewesen, dass keiner hat die Möglichkeit geschaffen, dass meine Mutter aufgenommen wurde in der Familie, weil sie war dann auch echt, dass sie in eine Anstalt gekommen ist, also für depressive Leute. Und wenn ich dann sie gesehen habe, ihre Umgebung, also das war da würde man depressiv werden. Ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Fahrrad meiner Schwester zum Spital geradelt bin. Und das war mehr als eine Stunde. Und die Tränen sind mir einfach geronnen, weil das Leid war so groß, ja, dass man kein Herz hat, um die Mutter sozusagen abzuschieben in ein Heim. Und das Heim war schlimm, weil da waren wirklich depressive Leute drinnen. Und das ist schrecklich, wenn man so sein Lebensalter so verbringen muss. Ja? Aber ich weiß nicht, ich habe dieses Problem, würde ich mir wirklich wünschen, dass meine Schwester davon erlöst wird, weil sie es mit ihren Töchtern jetzt leider auch ein schwierig, die leben das Muster weiter mit ihr. Und das ist schwer. Das ist selbstgemachtes Leid, was nicht nötig ist. Ja, das ist schwer. Danke. Ich weiß nicht. Also ich sehe bei uns auch, meine Mutter war ein absolutes Wunschkind. Sie war Einzelkind. Ihre Mutter, also meine Oma war 40, als meine Mutter zur Welt kam. Und es ist auch eine ganz andere Konstellation als wir mit 6 Kindern. Und das sind nicht lauter Wunschkinder gewesen. Und das macht schon auch was aus. Das ist aus religiösen Gründen. Und weil mein Vater halt auch gerne ein Familienvater war, aber ja. Und ich bin die Dritte und ich habe sie schon auch weinen sehen bei folgenden Schwangerschaften. Und das macht es nicht leichter. Und ich weiß nicht, ob man da einfach sagen kann, ja, das ist selbstgemachtes Leid, würde ich nicht definitiv nicht so sagen können. Ne? Wenn man dann als Kind eben eher auf Distanz ist und ein bisschen vielleicht auch mal immer wieder mal kämpft, um sich angenommen zu fühlen im Leben. Danke. Kann man nicht so einfach abhaken. Danke, Marie-Rose. Vielleicht ist das ein Härtezug von mir, weil ich glaube, wir haben die Aufgabe, seelisch zu wachsen. Und wenn ich dann bei dieser negative Vergangenheit einhake und immer wieder einhake und immer wieder, wo sind da die positive Sachen, die da auch waren? Warum kann man das nicht sehen? Ja, das ist doch ein Muss, dass wir an unserer Seele arbeiten, dass wir seelisch frei werden. Weiß es nicht. Ich habe vielleicht dann auch die Härte gehabt, um bei meiner Schwester auf eine Wunde meinen Finger drauf zu legen. Und das sehe ich dann, oh Martini, warum hast du das gesagt? Warum hast du? Aber ich kann es nicht zurücknehmen. Sie verzeiht das mir nicht. Also das
ich weiß nicht, ich habe da, vielleicht bin ich zu hart, ich weiß es nicht. Da ich in diesem Meta-Retreat bin, oder sein soll, kann ich also von meiner Erfahrung her sagen, das ist eine lange, schwierige, bewusste Arbeitsprozess. Und es ist wie Versöhnung und wie Seelereinigung. Alle diese Sachen, sie kommen nicht von selbst. Und darum glaube ich, es ist, wenn man alles so lässt, wie es ist, dann kann es einfach nicht besser werden. Aber es kann sogar schlechter werden, weil wenn es eher eine negative Richtung gibt, dann kann es noch tiefer fallen. Das ist nach meiner Erfahrung. Und die Psychologen sagen, also ich muss es auf Englisch sagen, weil ich nicht weiß genau. Naja, wahrscheinlich sind die Worte gleich. Das Negative ist wie Teflon, wie Velcro. Velcro gibt es, heißt es was anderes? Das ist, wenn diese das ist. Band. Das ist das Klettband. Klettband? Klettband. Klettenband. Klettenband. Okay. Das wird so bei zum Beispiel bei Schuhen, wenn man nicht ich bin ein bisschen überfordert. Das sagen die Psychologen, das Negative ist wie Velcro, also es bleibt. Wir sind einfach, also von der Evolution her, wenn etwas gefährlich ist, müssen wir zwangsmäßig uns daran erinnern. Natürlich sind das für Tiere während das Positiv wie Teflon sei. Teflon, heißt es auch Teflon auf Deutsch? Ja. Und das vergisst man gleich. Und zum Beispiel bei Zeitungen, sind die bösesten Nachrichten sind immer die erforderndsten. Also ich habe gedacht, das ist ganz pervers, aber die Psychologen sagen, das hat einfach mit Evolution zu tun. Das ist ein Hintergehirn. Und drum, also ich musste wirklich täglich an meine Absicht denken, also während ich Beatrice erzogen habe. Ich musste mich, jeden Abend musste ich wirklich so wie, Sankt Ignatius, also wie die Jesuiten, ich musste wirklich ein Examen machen. Habe ich heute alles gemacht, wie ich es machen wollte, also habe ich mein Kind so, so behandelt, als ich sie behandeln möchte, oder habe ich etwas Falsches gemacht? Und wenn ich etwas Falsches gemacht, was eigentlich an und für sich täglich war, dann musste ich denken, also morgen werde ich probieren, also versuchen, das nicht wieder zu machen. Und so ist das Leben einfach, es ist Arbeit. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele moderne Menschen keine Spiritualität, also wirkliche, also wie Religion, also ich meine Religion im wirklichen Sinn von dem Wort, also Religio, also von dem Latein, das ist eine Aufgabe. Und die meisten modernen Menschen wollen keine Aufgaben, sie wollen nicht arbeiten, sie wollen einfach alles lassen, wie es ist, und es regnet irgendwie ein Hedonismus, glaube ich, also im Allgemeinen. Es ist alles einfach das Leben zu genießen, das ist wie Epicurus, Verzeihung, ich rede viel zu viel. Wahrscheinlich soll ich zurück zu meinem Retreat, Verzeihung.
Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen philosophisch geworden. Ich finde, wir schließen jetzt ab mit einer schönen Musik von Anna. Mache ich gerne. Und ich mag auch noch ein Schlusswort sagen, weil das war jetzt sehr negativ, Hedonismus, weil die drei jungen Leute, bei denen ich die Handpen gekauft habe, das sind engagierte Musiker und machen da ein erfolgreiches Geschäft. Die haben Frédéric Laloux auf ihrem Tisch liegen gehabt zum Beispiel und waren bei mit 120 Leuten Gemeinschaftsbildungsworkshop oder so. Also die waren total ansteckend und inspirierend. Okay, dann danke für euer Ohr.